ist die Unterscheidung, die man in der Logotherapie die Unterscheidung zwischen schicksalhaften und freien Bereichen nennt. Also wir können uns das ein bisschen vorstellen, das ist jetzt eine eigene Grafik, die hat jetzt Viktor Frankl so nicht geprägt, dass wir im Kern wirklich unseren Entscheidungsraum haben. Ich sprach vorhin von der geistigen Freiheit, die wir immer haben. Wir haben immer die Möglichkeit, eine Haltung zu entwickeln, unsere Einstellung zu ändern, unsere Perspektive neu auszurichten. Und dann gibt es diesen Bereich, den sogenannten freien Bereich, wo ich Einfluss habe, wo ich also aktiv werden kann, wo ich gestalten kann, wo ganz viele von den schöpferischen, von den Erlebniswerten stattfinden. Das ist das, was viele von uns als sehr lebendig wahrnehmen, als sehr bereichernd, als energetisierend, kraftspendend. Und dann gibt es noch mal den Bereich, den sogenannten schicksalhaften Bereich, der außerhalb meines Einflussbereichs liegt. Und der gehört genauso zum Leben dazu, wie alles, was ich vorher gesagt habe, auch. Also wir würden uns so sehr wünschen, so sind wir Menschen nun mal gemacht, dass wir immer irgendwie was tun können, Einfluss haben und uns nicht mit so blöden Schicksalsschlägen, Verlusten, Trennungsschmerz, Krankheiten, Sorgen auseinandersetzen müssten. Aber Viktor Frankl selbst war, glaube ich, das beste Beispiel, dass man da gar nicht immer so mitzureden hat, wie das Leben spielt. Und nochmal, er so diesen Satz geprägt hat, wir sind es, die dem Leben zu antworten haben. Wir sind nicht die, die Fragen stellen, sondern wir sind die, die die Antworten zu geben haben. Und wer sich jetzt immer noch denkt, super, aber das wurmt mich irgendwie, was da in diesem Bereich außerhalb meines Einflusses passiert, in meinem Schicksalbereich, dem darf ich noch ein kleines Werkzeug oder ein kleines Gedankenspiel aus der Logotherapie mitgeben, was ich selber total liebe und was ganz, ganz viele von meinen Klienten als extrem wertvoll empfinden. Und ihr werdet vielleicht lachen oder auch nicht. Aber alles, was es ist, ist ein Wort, nämlich die Frage, wozu? Wozu fordert mich das jetzt heraus? Da gibt es diesen Bereich, den ich möglicherweise nicht direkt beeinflussen kann. Wozu soll ich da jetzt durchgehen? Wozu lerne ich das? Wozu wachse ich? Und das Spannende ist, dass wir ganz oft in solchen Situationen die Warum-Frage stellen. Warum bezieht sich eigentlich immer auf die Vergangenheit. Es ist irgendwie ein Rückblick. Es ist auch oft eine sehr passive Position. Wenn man Kinder fragt, genauso wie auch den Partner, die Eltern, warum hast du das gemacht, kommen die sofort in eine sehr defensive Haltung. Die fangen sofort an, sich zu rechtfertigen. Und das ist bei der Frage auch total menschlich. Noch dazu, wenn wir gerade für uns sind oder in einem echt unguten Moment, passiert es bei der Warum-Frage definitiv häufiger als bei der Wozu-Frage, dass wir uns in so negativen Gedankenspiralen verlieren. Die Frage, warum, ist nicht per se schlecht, aber ganz, ganz oft, wenn wir irgendwo feststecken, frustriert sind, dass wir nichts tun können, kann uns die Frage, wozu, noch mal mehr auf die Gegenwart und die Zukunft fokussieren. Da, wo wir nämlich Handlungsspiele haben. Es geht um so eine Vorausschau. Was kommt? Wozu lerne ich das jetzt? Wozu werde ich jetzt vorbereitet? Es geht um eine aktive Gestaltung und auch, wir denken nochmal zurück an die Einstellungswerte, darum, eine neue Perspektive zu entwickeln, also einen neuen Blick auf Dinge zu werfen.